heute Morgen hier in unserer Kirche in Bredenborn am Sonntag in der Fastenzeit, dem fünften Fastensonntag. Wenn man sich den Altar anschaut, sieht man das Kreuz verhüllt. Es weist darauf hin, dass jetzt eine besondere Zeit angefangen ist. Wir betrachten das Leiden Christi. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, heißt es in einem Lied von Martin Luther. Und diese Erfahrung machen wir ja tagtäglich, dass wir mit dem Tod umfangen sind, gerade in dieser schweren Zeit. Viele Menschen werden sterben, viele Menschen sind krank. Und das war auch zu Zeiten Jesu so. Aber Jesus Christus verheißt Heil und Leben. Davon hören wir heute im Evangelium. Da sagt er den entscheidenden Satz: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. In diesem Vertrauen haben wir uns versammelt, weil Gott stärker ist als der Tod, weil Gott Leben schenken möchte, ewiges Leben. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.